Spezialistin Trainer. Oh, Frauenrunde. Darf ich Sie etwas fragen? Du kannst mich alles fragen, Edie. Als Sie noch glaubten, ich sei eine einfache VI, da haben Sie Bemerkungen über meine Stimme gemacht. Oh nein. Soll ich lieber woanders hingehen? Nein! Nein, nein, ich wollte Sie etwas fragen. Sie sprachen doch gerade vom Antriebskern der Normandy. Nein. Würden Sie? Bitte? Ich möchte verstehen, warum Sie meine Stimme sexuell attraktiv finden. Oh, das ist ja schon länger her. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da genau gesagt habe. Sie schon. Soll ich meine Aufzeichnungen Ihrer Äußerungen für Sie abspielen? Hab ich doch gesagt. Tali, bitte hören Sie auf, mir zu helfen. Schön. Stimmt irgendwas nicht? Ich habe Spezialistin Trainer gefragt, warum sie meine Stimme sexuell attraktiv findet. Das hier ist ein ausgezeichneter Käse, Shepard. Ich habe ein Stück davon durch die Filter konsumiert. Ist er organisch? Einmal haben sie gesagt, sie würden gern, ich zitiere, meine Stimme gegen die Wand nageln und mit ihrer Zunge ihr Schlüsselbein ablecken. Was? Nun, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Sie sprachen über Quantenverknüpfung und ich wusste nicht, dass Sie eine KI sind. In dem Käse ist irgendein Kraut, das ich nicht identifizieren kann. Salbei oder Basilikum? Außerdem habe ich nur Spaß gemacht. Dazu der Stress wegen der Nachrüstungen und... Wirklich? Mein Diagnoseprogramm sagt, Sie seien tatsächlich erregt gewesen. Dextro-Kräuterkäse sind total schwer zu kriegen. Den Turianern ist sowas ja egal. Sie haben ein Diagnoseprogramm? Cerberus hat Ihnen beigebracht, Körpersprache zu analysieren? Verlässlichere Resultate erhalte ich durch die Messung der Pupillenerweiterung und die Temperaturwerte der erogenen Zone. Alter. Ach, du meine Güte. Moment, das ist doch Dextro-Käse, oder? Kila, habe ich etwa vergessen, den Käse zu scannen? Und genau deshalb trinke ich sonst nie. Man muss fair bleiben, Trainer. Edie hat tatsächlich das Recht, Aussagen zu hinterfragen. Mich hat einfach interessiert, wie Trainer ein sexuelles Empfinden für etwas entwickeln konnte, das zu dem Zeitpunkt eine körperlose Stimme war. Ihr seid alle furchtbar. Edie, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne nackt mit Ihrer Stimme in Satinbettwäsche wälzen. Oh, ich fand das nicht schlimm. Im Gegenteil, es war schmeichelhaft. Auch der Teil, wo ich ihre Stimme an den Haaren packen und mich ihr an ihrem Rückgrat entlang nach unten arbeiten wollte? Ich erinnere mich nicht daran, dass Sie das gesagt haben, Samantha. Oh, dann habe ich's also nur gedacht. Vergessen Sie's. Beachten Sie mich gar nicht. Ich starte nur eben mal ein Toxinbehandlungsprogramm, damit ich nicht sterbe. Alter, die Gespräche sind schon schön. So, die beiden, die müssen noch was ausdiskutieren hier. Reden wir doch lieber mit Tali dabei. Ich werde hier einfach ruhig sitzen und hoffen, dass jemand das Thema wechselt. So. Peinlich. Ach komm, so schlimm ist es nun auch nicht. Also lass mal dein Toxinprogramm laufen. Jemand hier hinten? Nein, keiner im Pool. Schade, ich dachte, dass jetzt mal jemand in den Whirlpool gegangen ist, aber immer noch nicht. So, hier oben muss es ja immer noch ziemlich voll sein. Na, 5 Leute. Geht schon. Absolut. Biotech ist beeindruckend. Ich habe nie was anderes behauptet. Sie meinen aber damit, dass sie nicht so beeindruckend ist. Ich meine überhaupt nichts. Ich sage lediglich... Ach, scheiße. Nein, schon gut. Ich bin sicher, hier fühlt sich niemand beleidigt. Noch nicht. Mag sein. Was wollen Sie eigentlich sagen, James? Ich sage nur... Also, was ich sagen will... Ich meine, sehen Sie sich diese Waffen an. Mit Biotik bekommen Sie nicht so ein großartiges Instrument. Diese körperliche Perfektion, wie Sie sie vor sich sehen. Okay, Sie arbeiten dafür. Verstehe. Ich mein's ernst. Sehen Sie mich nur an. Weiter? Ich weiß nicht, ob Ansehen ausreicht. Können Sie Ihr Argument weiter unterfüttern? Kommen Sie nur näher. Nicht schüchtern sein. Ja, nicht schüchtern sein. Oh Gott, hier geht's los. Da ist aber jemand von sich überzeugt, von seinem Körper, ne? Hey, was geht hier ab? Benehmen sich alle?
Natürlich, Shepard. James erklärt gerade, dass körperliches Training besser ist als Biotik. Wirklich? Den Schuh wollen Sie sich anziehen, James? Kommen Sie, Loco. Sie müssen mich dabei unterstützen. Biotik ist stark, aber unberechenbar. Diese ganze Abklingnummer... Shepard, wo haben Sie den denn gefunden? Ich würde meine Biotik nicht unberechenbar nennen. Und die Reaper sicher auch nicht. Sein Körper kann man verbessern. Aber Biotik, die ist, wie sie ist. Er scherzt. Richtig, James? Ich meine, worauf genau wollen Sie hinaus? Okay, okay. Vielleicht meine ich nicht die Konditionierung an sich, sondern die Konditionierung eines gewissen James Vega. Kommen Sie, Ashley. Nicht wahr, Liara? Sehen Sie sich das an. Dieser Kerl braucht nie eine Abklingzeit. Im Gegenteil. Je heißer, desto besser. Oh Gott. Ein Brüller. Seien Sie still und machen Sie ein paar Sit-Ups. Kasumi. Ich guck doch nur. Ach, bei der Göttin. Das stimmt, Kasumi steht ja auf Jacob, ne? War das nicht so? James, das ist hohl. Die Biotik wäre der klare Sieger. Wir reden hier über die Nutzung dunkler Energie. Ah, verstehe schon. Sehen Sie sich um. Diese Diskussion konnten Sie nicht gewinnen. Ist okay, Mann. Dummkopf. Schon okay. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ashley, könnten Sie mich nicht unterstützen? Nicht ohne eingehendere Untersuchung. Wirklich? Ich denke, das lässt sich machen. Also, dann? Okay. Drinks, Snacks, bedienen Sie sich. Irgendwie dachte ich mir schon, zwischen den beiden geht auch was. Ja, die Diskussion konnte er nicht gewinnen. Er hat 4 Biotiker gegen sich und eine besoffene, rollige Soldatin auf seiner Seite. Gut, aber hier ist niemand mehr, der das noch weiter ausführen will, ne? Nee. Okay, dann auf in die nächste Runde. Können wir es denn noch wilder werden lassen? Commander, Ihre Gäste scheinen sich zu amüsieren. Was soll ich jetzt tun? Im Moment nichts. Tanzen Sie nach den Gästen. Tanzen! Mach die Musik lauter, damit die Leute tanzen können. Sehr gut, Commander. Ich hatte bislang kaum Gelegenheit, meine Hüpf- und Wackelfunktion einzusetzen. Eine Hüpf- und Wackelfunktion. Ich bin gespannt. So, okay, die beiden sind nicht so vertanzen zu haben, wie es scheint. Jeff? Ja, Edie? Bei sozialen Events wie diesem ist es üblich, mit Freunden oder Geliebten zu tanzen. Würdest du mit mir tanzen? Damit das passiert, muss mehr kommen als eine höfliche Bitte, Edie. Ich habe Aufnahmen, wie du im Schlaf sprichst, die ein höchst unterhaltsames Extranet-Video abgeben würden. Okay, das ist Erpressung. Er will also nicht mit dir tanzen, was? Hallo, Shepard. Nein, will er nicht. Aber ich schon. Oh Mann. Jetzt mal im Ernst, tun Sie es nicht. Nun, dann sollten Sie vielleicht mit ihr tanzen. Andere Leute tanzen auch, Jeff. Das sehe ich. Und ich sitze hier und genieße meinen Drink. Alter, die Lache, die war der Hammer. Okay, ich bin für Tanzen. Ich möchte Jeff tanzen sehen. Joker. Nein. Na los. Nein. Im Ernst? Na gut. Yay. Ach, gleich hier an Ort und Stelle, natürlich. Gut, viel Spaß. Was das Tanzen in Kriegszeiten hier ist eine Verschwendung wertvoller Energie. Ich persönlich kann nicht tanzen, weil ich mich bewege wie ein öliger, einbeiniger Baron. Kein schöner Anblick. Was geht denn mit euch ab hier? Was ist denn hier los? Shepard! Ich hab was gefunden, auf das ich schießen kann. Ja, das sehe ich. Schon okay. Wir sind alle Profis. Einige von uns haben keine Tiefenwahrnehmung, aber das ist kein Problem. Keine Sorge. Sowas passiert auf kroganischen Partys ständig. Und dennoch beruhigt mich das nicht.
Ich gehe dann besser wieder. Wie Sie wollen. Worauf genau schießt ihr eigentlich? Wollt ihr mir das noch erklären oder... Ich lasse euch einfach machen. Mann, die sind aber gestört hier teilweise. So, zu denen gehe ich gleich rüber. Wir schauen erstmal kurz, ob Kazumi wieder im Bad ist. Nein. Und endlich ist die Frage Boxershorts oder Slips beantwortet. Oh! Oh, hey Shep. Wer durchsucht denn da meine Schubladen? Ich durchsuche von jedem die Schubladen. Wie wär's, wenn Sie sich wie eine normale Person unter die Leute mischen und Spaß haben? Warum sollte ich das tun wollen? Übrigens, Glückwunsch zum Unterwäschegeschmack. Besten Dank. Freut mich, dass Sie kommen konnten, Kazumi. Danke, ich habe wirklich sehr viel Spaß. Nach Ihren überaus seltsamen Maßstäben. Genau. Ach, ich mag Kazumi. Na gut. Zumindest sind Sie sauber. Hallo, geht's noch? Dass du das in Frage stellst. Sie sollten diese Moves öfter vorführen, Trainer. Sie und ich gleichzeitig tanzend? Zu gefährlich. Der Raum würde brennen. Oh Gott. Das kommt unerwartet und es macht Spaß. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Menschen mit diesen verbogenen Beinen überhaupt tanzen können. Wir haben verbogene Beine? Ja, Sie und die Asari. Es ist ein Wunder, dass Sie nicht ständig umfallen. Ich falle erst um, wenn ich Gesellschaft gefunden habe, Hundebein. Bis dahin empfehle ich, beobachten und lernen. Ja, verdammt! Ha, na los! Kapitän an Deck! War er immer schon so? Man lernt es zu lieben. Es ist sehr enthusiastisch. Beeindruckend. Wir sollten das aufnehmen und den Reapern schicken. Entweder laufen sie dann weg, schmelzen zusammen oder verlieben sich. Schön zu sehen, dass manche Dinge sich nie ändern. Also mir gefällt's, Commander. Es ist wichtig, hin und wieder einfach mal loszulassen. Ich danke allen für ihre Loyalität und Unterstützung. Wunderschön. Ich glaube, das mit dem Tanzen, das wird nie aufhören, der Running Gag. Selbst Cliff tanzt mit, auch wenn ich ihn nicht wirklich tanzen sehe, sondern nur schweben. Na gut, genug getanzt. Die sollen mal schön weitermachen. Wir schauen mal, wer oben noch so am Reden ist. Während die immer noch am Kämpfen sind hier. Unmöglich. Wohl möglich? Ich könnte das. Ich könnte sie von diesem Balkon werfen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Oh, ich weiß, dass Sie das können. Aber haben Sie auch die Cojones, es tatsächlich zu tun? Tu es! Irgendjemand? Was für ein Kerl! Anschnallen, Mann! James, im Ernst? Jawohl! Shepard! Was ist los? Ich führe nur einen Beweis durch. James hat jetzt sicher mehr Respekt vor Biotikern. Sind Sie okay, James? Das ist toll. Ich zittere am ganzen Körper. Genau. Cool, was? Ich kann dieses Gefühl jederzeit haben. Finden Sie es entspannend? Irgendwie schon. Unter anderem. Was? Ich bin froh, dass Sie die Wette verloren haben, James. Wann bin ich dran? Vorsicht. Ich brauche morgen früh die gesamte Crew. Okay, Schluss mit dem Spaß. Setzen Sie mich ab. Los, tanzen wir! Oh Gott. Wo sind die anderen beiden denn jetzt hin? Ich will's gar nicht so genau wissen, glaube ich. Nein, wir schauen gleich mal. Die muss ich doch gerade mal finden. Ich dachte, sie schmeißt ihn wirklich vom Balkon. Schauen Sie. Hätte nichts dagegen gehabt. Was zum... Wo genau sind die? Was zeigt er ihr? Ach, hier. Na, was ist denn da los? Hey, was liegt an? Nichts. Wirklich? Nein, Shepard. Alles bestens. Lieutenant, haben Sie soeben gekichert? Das war kein Kichern. Ich bin nur... Sie wissen schon... Shepard, können wir Ihnen irgendwie helfen? Sieht aus, als hätten Sie beide Spaß. Tut mir leid wegen der Störung. Ich sollte vermutlich nach Cliff sehen oder so.
Bis später, Shepard. So, ich glaube, wir haben da gerade welche verkuppelt. Na gut, sollen sie doch machen. Passt doch gut zusammen. Was zum... Na Grant, was ist denn mit dir los? Grant, alles in Ordnung? Was? Ja, ich habe 5 Credits. Ausgezeichnet. Schlafen Sie weiter. Wunderschön. Solarianer haben Wackelarme. Das war schon kaputt, als sie hier ankamen. Verdammter Salat! Salat? Du isst doch keinen Salat! Bist du ein Zauberer? Ja, das ist vorbei. Ja. Feuer! Wie bitte, Grant? Ich will mehr. Fischer Fußcheck. Hat er gerade wirklich eine Werbung gesungen? Schrotflinte. Jedes Mal. Ich habe diesen blauen Stein für dich gefunden, Liara. Echt, Grant empfindet was für Liara? Ist ja Wahnsinn. Na klar doch. Redest du mit mir? Ja, tu ich. Du redest doch mit mir. Klebeband. Sie sehen nicht aus wie Vögel. Sie sehen aus wie Katzen. Ich bin das Gesetz. Alter, wie viele Einsprecher haben die denn gemacht mit dem? Ist ja Wahnsinn. Siehst du? 4. Los, bezahl. Zwischendurch schläft er mal wieder ein. Schade, dass Hanar keine Pullover tragen. Die würden zumindest ziemlich seltsam aussehen, die Pullover. Was verbergen Clowns? Ach, sind wir etwa durch? Ja, tatsächlich. Was verbergen Clowns waren die letzten Worte von Grant. Wunderschön. So, die Party, die läuft langsam, habe ich das Gefühl, ne? Sie würden es lieben. Und Sie kennen sie wirklich alle auswendig? Ich kann auch mit Garrus reden hier. 67. Holmium. Hochreaktiv. Hochmagnetisch. Auf turianischen Partys trägt am Schluss nur selten jemand das Periodensystem vor. 68. Erbium. Atomgewicht 167. Und Wechsel. Deswegen mag ich die beiden am meisten. 69. Träumen Sie weiter. Was? Verstehe ich nicht. Ich erklär's später. Es ist Thulium, falls es jemanden interessiert. Turianer haben Spuren davon in der Haut. Schützt uns vor Solarstrahlung. Cool. Streber.
Deswegen habe ich Tali und Samantha am liebsten eigentlich von den Mädels, weil sie so ein kleines Strebergehen in sich haben. Finde ich irgendwie niedlich. Es ist nur eine Vermutung, Shepard, aber was sie da auch immer servieren, es wirkt langsam. War Liara schon immer so blau? Welches Blau ist die Frage? Ich glaube, so blau wie heute war sie noch nie, aber nicht unbedingt auf die Hautfarbe bezogen. Hallo, Commander. So, können wir eigentlich mit Cliff weiterreden? Ja, können wir. Wenn Sie eine Erinnerung an Ihren Abend möchten, lassen Sie es mich bitte wissen. Klar, gern. Irgendein Gruppenbild von allen, so wie sie jetzt gerade sind. Alle bei der Couch im Wohnzimmer, wenn Sie soweit sind. Oh, schön. Muss ich denen Bescheid sagen oder reicht's, wenn ich zur Couch gehe? Ah. Tanzen wird häufig als angenehm empfunden, cool. Jeff. Aber nicht von mir. Vielleicht hat es... Hey, oh, Verzeihung. Alle, kommen Sie mal kurz hier rüber. Wir wollen zur Erinnerung ein Foto machen. Nehmen Sie auf dem Sofa Platz. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Shepard. Gute Idee. Ich will einen Abzug. Platz da! Platz da! Danke, dass Sie alle gekommen sind. Auf uns! Bereit, Cliff? Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung. Okay. Alle sagen Normandy! Normandy! Wie schön. Selbst Kazumi hat sich drauf gesellt. Ah, und das Bild haben wir jetzt immer bei uns hängen, oder wie? Das ist ja süß. Finde ich schön.